Ja, hallo. Ich freue mich für diesen Livestream heute. Ich bin draußen, sitze da im Freien und genieße noch den Sonnenuntergang. Vielleicht kann es sein, dass ich da manchmal ein bisschen die Augen verkneife und nicht so nett reingucke. Das hat nichts mit dir zu tun, sondern das ist wirklich die Sonne, die da blendet. Und eine Sonnenbrille wollte ich nicht anziehen. Ja, ich komme heute mit dem Thema stabiler Körper oder Körper in Balance. Und das Thema, das ist in der Triologie wichtig, dass es braucht einen ruhigen Geist oder ruhige Gedanken, dass da nicht der Kopf immer losrattert. Es braucht einen stabilen Körper und es braucht auch offene Gefühlswelt, ein offenes Herz, damit wir gut geschützt sind vor einem Burnout. Das ist eigentlich die Hauptidee. Also diese drei Bereiche und heute möchte ich mit dir zusammen das Thema vom stabilen Körper angucken. Also was meine ich damit, dass der Körper stabil ist? Wahrscheinlich kennst du dass du immer wieder mal körperliche Beschwerden hast. Was ich oft höre, auch von meinen Klientinnen und Klienten, dass sie unter Blähungen leiden, dass die Verdauung träge ist, oder auch, dass Schmerzen da sind. Alle drei Bereiche kenne ich auch selber und das ist wirklich etwas, das unser Wohlbefinden massiv einschränkt und das auch sehr viel Energie kostet. Also wenn wir uns unwohl fühlen, wenn wir Schmerzen haben, dann zieht uns das Energie ab und diese Energie fehlt uns dann im Gestalten vom Alltag, im Erledigen von Aufgaben und natürlich auch in der Arbeit, sei es in der Berufswelt oder wenn wir mit unseren Kids unterwegs sind. Wenn du Beschwerden hast, ich weiß nicht, welche Beschwerden das du da kennst, was dir da so bekannt ist, dann kannst du wahrscheinlich beobachten, dass du auch im Kopf immer unruhiger wirst. Ich hatte letzthin einen Morgen, da bin ich aufgewacht und ich fühlte mich einfach schon sehr komisch. Es war mir ein bisschen übel, aber auch nicht so richtig übel, eher so wattig, Kopfschmerzen. Ja, es war mir nicht wohl. Und ich habe gemerkt, eigentlich habe ich auch so null Bock aufzustehen. Wahrscheinlich kennst du das auch, wenn du dich noch nicht wohlfühlst, dass es einfach schwierig wird aufzustehen, schwierig wird in den Tag zu gehen und dass in einem Kopf das Karussell sehr schnell losgeht. Da kommen Gedanken, ja, was habe ich jetzt? Ist da irgendeine Grippe im Anzug? Oder habe ich was Schlechtes gegessen? Oder habe ich da irgendwelche neuen Beschwerden? Vielleicht kommt auch die Frage auf, was soll das Ganze? Ich will das loshaben. Immer habe ich etwas. Und so kommst du immer mehr in einen Teufelskreis von Gedanken und die Beschwerden, die werden nicht weniger, sondern du nimmst die auch, weil du dich darauf fokussierst, viel besser wahr. Und vor allem nimmst du das Negative wahr. Du kannst jetzt, wenn das so losgeht, zwei Wege gehen. Den einen habe ich letzte Woche beschrieben im Livestream. Also was du machen kannst, wenn dieses Gedankenkarussell losgeht, wenn der Geist, wenn die Gedanken sehr unruhig sind, hin und her hüpfen, was du da tun kannst. Heute möchte ich dir einen zweiten Schritt vorstellen, und der heißt, du kannst, oder es ist wichtig auch, mit deinem Körper zu arbeiten und mit deinem Körper auch in Balance, in Frieden, in Einklang zu kommen. Die eine Form ist zu gucken, was will denn dein Körper damit sagen? Also gibt es
die Situation, dass du dich überfordert hast? Gibt es die Situation, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, dich beschäftigt, dass etwas mit den Kindern los ist, oder dein Partner, mit deinem Partner, deiner Partnerin, die Beziehung nicht stimmt? Das alles kann auch körperliche Beschwerden machen. Oder dass die Eltern im Spital sind, ein Elternteil. Also wenn wir seelisch belastet sind, kann es sein, dass der Körper diese Belastung damit ausdrückt. Es kann aber auch einfach sonst eine Unstimmigkeit sein oder was ich bei vielen Menschen, die ein Burnout hatten und was ich auch bei mir selber beobachten konnte, ist, dass dieses Erschöpftsein oder Angst bekommen, wieder in die Erschöpfung zu kommen oder auch, dass das vegetative Nervensystem über lange Zeit sehr stark aktiviert war, dass das noch nachklingt. Das vegetative Nervensystem ist das System, das auf Stress reagiert, auf Druck reagiert, das Spannung macht und uns auch dazu bringt, dass wir reagieren können. Das ist eigentlich eine gute Sache. Aber wenn das zu sehr angeregt ist, dann stehen wir unter Dauerspannung und das ist natürlich überhaupt nicht hilfreich mehr. Und nach einem Burnout kann es sein, dass dieses System eben viel noch sensibilisiert ist und noch viel schneller anspringen kann und das dann auch Beschwerden macht. Denn wenn das Nervensystem aktiviert ist, dann kann sich das in Bauchschmerzen zeigen, in Unruhegefühlen im Bauch. Das kann sich auch mit Verspannungen im Nacken-Schulterbereich zeigen, die dann Schmerzen verursachen, sei es eben hier Schmerzen am Nacken oder dann auch, wenn diese Spannungen lang anhaltend sind, kann es bis in den Kopf raufziehen und Kopfschmerzen machen. Also Unwohl fühlen kann von diesem vegetativen Nervensystem kommen und dann ist es wichtig, dass du deinen Körper, dass du mit dem Körper arbeitest, dass er sich wieder daran gewöhnt, nicht mehr so schnell in Unruhe zu kommen, nicht mehr so schnell Schmerzen zu machen. Wie kannst du dem jetzt begegnen? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst direkt an diese Verspannungen oder an diese Beschwerden herangehen, wenn es um Verspannungen geht oder wenn es um das Nervensystem geht und daran arbeiten mit Entspannungstechniken, mit Meditation, mit Übungen, Entspannung, die du in Bewegung machst. Da ist das Yoga sehr geeignet, da ist das Tai Chi sehr geeignet, Qigong, aber auch Fitnessübungen, Workout-Übungen können dir helfen. Also wenn du zuerst körperlich arbeitest, dass du danach besser entspannen kannst. Dann gibt es aber auch tolle Entspannungsübungen, wo man Fantasiereisen macht oder Muskeln anspannt und entspannt. Das ist eine Muskelrelaxation nach Jakobsen oder aber auch Achtsamkeitsübungen. Ich empfehle, wenn du sportlich etwas tust, wenn du mit Bewegung etwas tust, dass du da schaust, nicht nur in die Anstrengung zu gehen und in die Leistung zu gehen, sondern dass du immer auch einen Anteil an Achtsamkeit für den Körper dabei hast. Achtsamkeit können wir in alles mit reinbringen. Du kannst beim Kochen dich darauf achten, wie du dastehst, wie du die Karotten schälst, wie du das Gemüse schnitzelst, wie du dich gerade auch fühlst, wie du dich bewegst.
Und du wirst entdecken, dass wenn du innerlich angespannt bist und etwas hektisch bist, dass dir viel öfters irgendein Messer runterfällt oder die Karottenstücke rumspicken oder irgend so etwas passiert, als wenn du in der Ruhe bist und wenn du auch bei der Sache bist. Achtsamkeit bedeutet, mit der Aufmerksamkeit bei einer Sache zu sein. Und wenn es jetzt darum geht, um den Körper zu stabilisieren, dann ist die Achtsamkeit beim Körper. Also zu gucken, wie hältst du das Messer, wie bewegst du dich, oder beim Yoga, wie führst du deine Arme nach oben, wie sind die Bewegungen im Tai Chi, wie ist dieser Fluss, wo genau, in welchem Winkel ist die Bewegung, also dass du wirklich mit der ganzen Aufmerksamkeit, mit dem ganzen Geist, mit den Gedanken bei dem bist, was du gerade tust und das beobachtest. Ein stabiler Körper hat aber natürlich nicht nur mit Bewegung zu tun und mit sportlich sich aufbauen und auch mehr Ausdauer, mehr Kraft und mehr Beweglichkeit zu erlangen, sondern es hat auch damit zu tun, dass unser Körper gut mit Nährstoffen versorgt ist, dass er wirklich alles bekommt, was er braucht. Und da kann es sich lohnen, auch einmal auf die Ernährung zu gucken, zu schauen, wie isst du, was isst du, wovon nimmst du zu viel zu dir, oder auch zu beobachten, gibt es Nahrungsmittel, die dir allenfalls Beschwerden verursachen? Gibt es Essensgewohnheiten, die dir nicht so bekömmlich sind? Und du kannst natürlich da auch experimentieren, wenn du so eine Vorstellung hast, dass etwas dir vielleicht nicht so gut tun könnte, dass du da mal über eine Woche oder 10 Tage darauf verzichtest und dich beobachtest. Ganz wichtig ist auch, dass du, wenn du isst, dir etwas Zeit nimmst. Das braucht nicht ein Wahnsinnsritual von schön den Tisch decken und, und. Das kannst du natürlich machen, wenn du Freude daran hast. Aber nimm dir die Zeit zu gucken, was du dir zubereitest und was du da isst und dass du das auch mit Freude isst und nicht halb bewusst runterschlingst. Auch da kann Achtsamkeit sehr viel helfen. Dann kann hilfreich sein, vor allem wenn du ein Burnout hattest oder auch merkst, dass du erschöpft bist, einmal zu überprüfen, ob dein Körper wirklich alle Nährstoffe hat und dass du da vielleicht mal mit deinem Hausarzt sprichst und guckst, ob da die Balance zwischen den Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren, ob die stimmt, ob du gut versorgt bist mit den Vitaminen, zum Beispiel das B12 und das Vitamin D. Das sind Vitamine, die, wenn da die Werte tief sind, wenn da der Körper zu wenig versorgt ist, damit dass die Müdigkeit hervorrufen. Und es gibt noch viele andere Parameter, die wichtig sind, dass die auch stimmen. Und da kann es sich mal lohnen, so eine Untersuchung machen zu lassen, ob da alles in Ordnung ist und stimmt. Ja, als letzter Teil möchte ich noch gerne ansprechen, dass der Herzschlag auch ein wichtiger Indikator ist über unsere Kondition, über unsere Ausdauer und über unsere Anpassungsfähigkeit. Da gibt es so einen Wert, der heißt Herzratenvariabilität, HRV. Und mit dieser Herzratenvariabilität, die sagt eigentlich aus, wie gut und wie schnell unser Körper sich an Belastung anpassen kann, aber
wie gut und schnell er auch wieder, wenn die Belastung weg ist, in die Regeneration gehen kann, so dass der Herzschlag wieder langsamer wird und der Atem wieder sich vertieft und der Körper eben sich wieder besser erholen kann. Diese Herzratenvariabilität, die kann man messen. Das geht eigentlich relativ einfach schon mit einigen Pulsmessgeräten und du kannst dich da vielleicht auch mal noch darüber informieren, wie das ist und wie hoch auch dein Puls ist. Und wenn du dich wenig gut spürst, dann kann die Höhe oder das Tempo vom Herzschlag, dieser Puls, für dich eine Hilfe sein, dass du nicht in die zu starke Anstrengung gehst, dass du diesen Wert dir auch einstellst in deiner Pulsuhr und da nicht zu oft über diesen Punkt rausgehst, wo das Herz zu schnell schlägt und wo dann der Körper mehr in die Übersäuerung kommt, weil zu viel Anstrengung da ist und zu wenig Sauerstoff, um alles umzusetzen, da ist. Und das kreiert dann eigentlich auch wieder eher mehr Erschöpfung. Ein Intervalltraining, das kann sehr hilfreich sein, mal wirklich in diese Anstrengung zu gehen und dann wieder sehr langsam zu werden, damit sich eben dieser Puls wieder runterkommt und sich das Herz wieder erholen kann, um dann wieder eine schnellere Sequenz zu laufen. Ja, das ist so mein Exkurs heute zum Thema stabiler Körper. Es geht darum, wirklich den Körper dabei zu unterstützen, wieder in eine gute Form zu kommen, nicht wegen des tollen Aussehens oder um die Kilos purzen zu lassen, sondern wirklich um die Gesundheit zu fördern, um zu fördern, dass er sich besser ausbalancieren kann in Anspannung und Entspannung, in Bewegung, Beweglichkeit, dass wir wieder das volle Bewegungsausmaß erreichen können und aber auch in Stärke, dass du einen stabilen Stand hast, dass du auch genügend Kraft hast, um Dinge anzupacken, vor allem wenn du wieder im Arbeitsbereich bist und eine Familie hast, einen Freundeskreis hast, da braucht es einfach auch eine gewisse Stärke des Körpers und als drittes wirklich die Ausdauer, dass du auch gute Ausdauer hast, um an deinen Projekten zu sein. Und vor allem, wenn dann mal die Belastung größer wird, dass du das wirklich auch durchtragen kannst und dich auf deinen Körper verlassen kannst. Natürlich lohnt es sich auch zu gucken, wenn du wirklich Schmerzen hast, was du da unternehmen kannst, wie dass du diese Schmerzen lindern kannst. Und da gibt es auch ganz tolle Möglichkeiten. Ich würde dir gerne eine Umfrage einladen, ob du zu einem dieser Themen, die ich heute angesprochen habe, noch mehr erfahren möchtest. Ich werde diese Umfrage auch hier auf Facebook zu dem Livestream stellen, ob du etwas über wie gehe ich mit Schmerzen um, hören möchtest, ob du etwas über Stabilität im Körper im Sinne von Kraft hören möchtest, im Sinne von Beweglichkeit, im Sinne von Balance, von Anspannung und Entspannung oder noch mehr hören möchtest über diese Ernährungsteile und die Nährstoffe sowie die Mikronährstoffe. Fände es toll, wenn ganz viele sich beteiligen, damit ich weiß, woran ihr noch mehr Interesse habt, bis wir dann noch zum dritten Teil gehen, über die Emotionen sprechen zu können, offenes Herz oder eben
dass die Gefühle offen sind, dass wir nicht zu viel abhalten. Ja, das wär's. Ich habe da jetzt wild drauf losgesprochen. Gibt es noch Fragen, die dich interessieren? Dann könntest du die hier gerade noch posten. Ja, scheint nicht der Fall zu sein. Aber ich würde auch, wenn es noch im Nachhinein irgendeine Frage gibt, darauf eingehen und dazu was schreiben oder eben einen nächsten Livestream dazu machen. Cool, warst du dabei? Und schau doch in diese Umfrage und gib mir ein Feedback, was das dich interessiert. Gib einfach nur Kreuzchen zu setzen, Klicks zu machen und dann kann ich da etwas drüber bringen. Schönen Abend noch, gutes Wochenende. Ciao.